In wenigen Tagen, dem 1. Oktober, Freitag, wird an über 70 Spielorten ein Film gezeigt. Der heißt ganz schlicht Ella. Und das ist der quasi Kunstname einer Person, die immer noch unbekannt ist, aber seit dem 26.11. letzten Jahres in Untersuchungshaft sitzt. In der JVA Frankfurt-Preungesheim. Verhaftet wurde sie in 15 Meter Höhe von SEK-Beamten aus Nordrhein-Westfalen bei der Räumung des Dannenröder Forstes. Und seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Und das ist das Absurde, mit vollkommen ausgedachten Storys. Das ist nicht so ganz ungewöhnlich. Und deshalb erstmal kurz die Einblendung, das ist der Werbetrailer jetzt für Freitag, in dem das ganz kurz schon mal angerissen wird. Nach 6 Monaten Untersuchungshaft kam es dann zur Hauptverhandlung am Amtsgericht Alsfeld. Und dort wurde Ella in 6 Verhandlungstagen zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Und das ist auch von vornherein das Ziel gewesen, ein Exempel zu statuieren und ein heftiges Abschreckungsbeispiel zu konstruieren. Das war gewollt. Als einzige Zeugen Polizisten, die SEK-Beamten traten alle voll vermummt und ohne ihre Identität preiszugeben vor Gericht aus. Sie haben alle eine einstudierte Geschichte vorgetragen. Es wirkte wie ein ziemlich abgekartetes Spiel, nämlich mit dem Ziel, hier mal ein heftiges Urteil zu konstruieren. Ella steigt um auf die andere Seiltraverse, hat die erreicht und Zugriff ohne Kommunikation und zack, hier machen wir mal einen Schnitt. Jetzt guckt euch das mal an. Das sind die blauen Kurzsicherungen, mit denen Ella die ganze Zeit gesichert war. Die sind beide gerade lose, hängen runter und Ella ist nur noch in dieser statischen Bandschlinge gesichert. Dieser Polizist hat ohne Kommunikationsversuche, greift der Ella in die Sicherung ein und zieht Ella an ihrer Sicherung nach unten. Und jetzt der spannende politische Hintergrund. Das, was hier mit Ella passiert, ist nicht nur eine Sauerei und schlimm für Ella und eine Einschüchterung der Bewegung, sondern es ist ein Normalfall. Das alles habe ich schon häufiger erlebt. Es wird ständig versucht, von Seiten des Staates irgendwelche Einschüchterungen, irgendwelche Storys zu verbreiten, um abzulenken von den eigentlichen Themen. Als sie versucht haben, die Agrogentechnik in Deutschland durchzusetzen, mit Millionenförderung vom Staat, haben sie auch solche Storys geschrieben. Da wurden ständig Felder angegriffen, Felder besetzt, Anpflanzungen zerstört.
Und das hat am Ende auch gewirkt. Die Agrogentechnik gibt's in der Landschaft in diesem Land nicht mehr. Und das hat die genervt. Solche direkte Aktionen, das wollen die nicht. Die wollen Politik, die eine Begleitfolklore des Unabwendbaren ist. Man darf gerne so ein bisschen motzen und seine Spenden sammeln mit der Kritik oder Wählerstimmen sammeln mit der Kritik, aber bitte nichts machen, wenn man an der Regierung ist oder wenn man sich öffentlich durchsetzt. Es soll schon alles weiter seinen profitablen kapitalistischen Weg gehen. Und wenn du den etwas näher rückst, dann versuchen sie halt gegenzuhalten. Und eine der Methoden ist die Kriminalisierung von Bewegung und die Einschüchterung. Als die Genfelder überfallen wurden und immer wieder zerstört wurden, haben sie sich Storys ausgedacht von Verletzungen aller Art, die die armen Wachleute dort hatten. Alles ausgedacht. Oder letztens bei den Abseilaktionen über Autobahnen, was dort für Horrorstories verbreitet wurden von irgendwelchen Unfällen, Toten oder sonst was. Ganz viele, die da an den Seilen hingen, bekamen erzählt, im Stau hinter euch ist gerade ein Mensch ums Leben gekommen bei einem Unfall. Es war immer erfunden. In Bremen haben sie die Story verbreitet, ja, da sei eine Schwangere und ihr Kleinkind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Mussten nicht später zugeben. War frei erfunden. Aber solche Sachen können wirken. Es beginnen dann Leute, sich zu distanzieren von solchen Aktionsformen, weil sie der Polizei, dem Staat, unserem Gegner glauben. Und dann, statt nachzurecherchieren, gleich mal sich distanzieren. In Angst um ihre Wählerstimmen, in Angst um ihre Spendeneinnahmen und so weiter und so fort. Wir sind halt in einem Land, was relativ reich ist und wo es selbst der politischen Bewegung ständig um Image und um Geld geht. Riskiert wird sehr selten etwas. Aber wir sollten dazulernen. Dieser Staat spielt mit unserer Anfälligkeit und unserer Angst. Und wir sollten da robuster vorgehen. Natürlich, immer genau aufpassen, was passiert. Es ist selten eine sinnvolle Idee, irgendwo nur draufzuhauen, um irgendwas kaputt zu machen, wenn sich das nicht gut vermitteln lässt. Aber die andere Seite wird immer versuchen, mit solchen Fake News uns zu diskreditieren und uns einzuschüchtern. Und so haben sie Ella erwischt. Und es wird Zeit, dass ab Freitag, wenn dieser Film überall zu sehen ist, Ella wirklich eine Chance hat, freigelassen zu werden, dass der Richter sich das anguckt und sagt, ach du Scheiße, hier ist so häufig schon was erfunden worden, ich bin nicht dabei bei den Lügnern in diesem Land. Ich lasse Ella frei.